Hi Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal Bertis Live. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten ein ganz neues Projekt, sogar zwei neue Projekte, haben beide was mit Forza zu tun. Einmal Forza Horizon 4, was ihr jetzt gerade hier seht, da wollen wir drin starten. Ich drücke mal auf Fortfahren, dann kann es losgehen. Und wir wollen auf Forza Motorsport 7 wird es auch geben. Ihr könnt euch also auf geballte Motorsport-Power freuen und einstellen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß damit dran habt. Klar, es sind die aktuellsten Spiele, aber natürlich nicht die allerneuesten Spiele. Forza Motorsport 8 und auch, ich glaube, Forza Horizon 5 sind mehr oder weniger irgendwie angekündigt. Weiß der Geier, wann das alles rauskommt. Ich hatte Bock auf die Spiele, weil ich seit Forza Horizon 2 kein Forza mehr hatte. Und auch Forza Motorsport 4 war mein letztes. Beides habe ich so ein bisschen angezockt. Forza Horizon 4 hier schon natürlich ein bisschen mehr als... Willkommen zurück, Nils. Ja, herzlich willkommen zurück, danke. Schon ein bisschen mehr als Forza Motorsport 7. Aber ja, ich habe mega Bock drauf. Es sind super viele Autos. Es gibt richtig geile Events. Es wird alles im Multiplayer geben. Und wir heizen ein bisschen rum. Und natürlich möchte ich auch gerne wieder für euch ein paar Autos an den Start bringen, aufbauen. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass ihr da Spaß dran habt. Wenn dem so ist, wisst ihr, was zu tun ist. Und ja, ich würde sagen, für die erste Folge heizen wir jetzt einfach mal eine Runde rum, um ein bisschen ins Spiel reinzukommen, ein bisschen, damit ich euch das Spiel ein bisschen zeigen kann. Und ja, ich würde sagen, legen wir mal los. Ja, ich habe hier Forza Horizon 4 in der Ultimate Edition, also Fortune Island, was ich noch nicht gespielt habe. Und auch das Lego Speed Champions, was ich auch noch nicht gespielt habe, sind beide mit am Start. Ja, das Ganze, warum mache ich das jetzt überhaupt? Weil ich habe ein Lenkrad geschenkt bekommen, und zwar ein T300 in der Ferrari Integrale Alcantara Edizione. Genau, wir spielen also jetzt auch nicht mehr auf der Playstation, sondern jetzt auf meinem PC. Und ja, ich habe mega Bock drauf. Ja, ich würde sagen, wir fahren einfach mal zu einem Event hin. Mal gucken, wo wir eins finden. Ja, es macht so viel Spaß mit Lenkrad einfach, die beiden Spiele zu fahren. Muss ich wirklich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte vorher noch nie ein Lenkrad. Und ich kann einfach nur sagen, es macht wirklich super viel Laune. Sehr nice, sehr nice. Okay, mal gucken, wo wir kurz hier mal irgendein Event haben. Hier vorne ist eins. Aerodrom, Querfeld ein, Rundstrecke. Ja. Den nehmen wir mal mit. Ja, lasst euch bitte nicht davon irritieren, dass ich mir die Hilfslinie hier eingestellt habe, nur für die Bremswege. Weil es gibt natürlich so viele verschiedene Autos, die alle verschiedene Bremspunkte haben. Und wenn ihr mit so vielen Autos hier lang fährst, dann sieht man mal schnell die Strecke nicht.
Und für mich ist es einfach nur quasi eine Hilfslinie, die ich mit Sicherheit früher oder später, wow, da war ein Online-Spieler, ausschalten werde. Aktuell lasse ich sie mir einfach drin, einfach um, ja, um es einfach ein bisschen einfacher erstmal am Anfang zu machen. Traktionskontrolle und jegliche Fahrhilfen sind natürlich komplett ausgestellt, wie ihr es von mir gewohnt seid, ganz klare Sache. Oh. So. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Ja, nehmen wir direkt mal den Urus, oder? Leute, wie sieht's aus? Auf geht's. Eine Runde Urus. Also du fährst wirklich ständig andere Autos und jeder hat ein wirklich komplett anderes Fahrverhalten und ja, da macht die, hilft die Linie einfach ein bisschen, dass man sich orientieren kann. Und es nicht jedes Mal im Graben lande oder sonst wo. Wenn man hinten raus natürlich die Strecken irgendwann kennt, dann werde ich, wie gesagt, werde ich das auch ausmachen, weil ich brauche dann so eine Linie nicht. Jetzt für den Anfang soll es als kleine Orientierungshilfe dienen. Oh, der hat mich weggekickt, der Blödmann. Oh nö. Okay, einmal eben zurückspulen. Das war natürlich jetzt eine Runde gar nichts. Oh, Kiste, komm. Große Kurve. So. Erste Rennen im Sack. Weiter geht's. Gucken wir mal kurz auf die Karte, wo wir noch ein Rennen haben. Was haben wir hier? Highland Farm, Griprennen, Dirtrennen. Ja, nehmen wir mal mit, ne? Ja, soll jetzt in der ersten Folge erstmal darum gehen, euch das Spiel ein bisschen zu zeigen. Und wenn ihr schon Vorschläge habt für Autos, die ich gerne mal für euch aufbauen soll, mit die ich gerne mal hier mit, für euch rumheizen soll, haut's in die Kommentare.
wird dann in den folgenden, gehe ich dann natürlich in den folgenden Videos drauf ein. Es lässt sich einfach so geil fahren. Es macht einfach so einen riesen Fehls, Leute. Ja, ich fahre das Ganze auch auf Schaltung, allerdings ohne Kupplung, das heißt, ich schalte wirklich nur mit den Schaltwippen. Bei mir ist die Handbremse quasi ganz links da, wo die normale Kupplung ist. So kann ich schön immer mit Bremse und Handbremse den Wagen ein bisschen schön anstellen und durch die Kurve ballern lassen. Und dann macht das wirklich mega viel Laune. Warum ist nicht viel Handbremse? Ah, komm rum, komm rum, komm rum, ey. Oh nö. Kiste, komm. Ich krieg ihn nicht mehr. Oh, schade, schade, schade. Na gut, zweiter Platz. Natürlich jetzt natürlich einen blöden Schnitzer da.
Ja, ihr seht schon, am Kontostand Kohle haben wir genug. Dann nehmen wir hier erstmal einen schönen Wheelspin mit. Mal gucken, was wir bekommen. Kohle. Kohle ist immer gut. 2,9 Millionen haben wir im Konto. Also eigentlich so ziemlich egal, was ihr euch wünscht. Ja, sollte eigentlich... Ja, gefällt mir. Super. Sollte eigentlich problemlos funktionieren. So, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein drittes Rennen mit. Mal gucken. Erstmal Karte an. Wo haben wir hier noch eins? Ja, vielleicht zeige ich euch auch mal kurz die Karte. Also ich habe natürlich, ich habe schon vieles abgefahren, schon vieles erledigt. Ein paar Sachen sind noch offen, wie so Blitzer fallen, die ganzen, die Geschäfte, die, wo es auch noch Events gibt, die ich noch nicht abgefahren bin. Wie gesagt, das League of Speed Champions habe ich noch gar nicht reingeguckt. Bei dem Fortune Island war ich nur ganz kurz drinne, um überhaupt mal kurz zu checken, funktioniert das alles, passt das alles. Und genau. Also, ja, hier sind noch versteckte Autos, die man finden muss in diese Scheunenfunde. Da nehme ich auf jeden Fall überall noch mit. Mal gucken, was man da noch so alles finden kann an Karren. Ja, was haben wir denn hier für ein Event? Das da. Mudkickers Allrad Griprennen. Gut, da wollen wir hin. Kurz dran vorbei gepäst. Los geht's. Kickers. Ja, vielleicht kurz mal auf den Schwierigkeitsgrad, was ich hier so eingestellt habe. Ich fahre auf sehr erfahren. Das ist eigentlich meistens immer genug Herausforderungen. Ich werde bestimmt irgendwann mal auf Experte und auf Profi oder vielleicht sogar unschlagbar gehen. Muss man immer mal ein bisschen gucken. Bislang bin ich mit sehr erfahren eigentlich zufrieden. Dann hat man, kommt man eigentlich über alles relativ gut durch. ABS habe ich angelassen. Lenkung ist bei mir auf normal. Traktionskontrolle, stabil, klar, alles aus. Vielleicht Handschaltung. Ideal werde ich irgendwann komplett ausschalten, aber für den Anfang, ich lasse auf Bremshilfe und genau, so sieht das aus. Ja, würde ich sagen, starten wir, ne? Auf das letzte Rennen jetzt erstmal für diese Folge. Und für die nächste Folge könnt ihr euch schon freuen, da wird es dann, werde ich glaube ich direkt mit dem Fortune Island anfangen. Ich habe jetzt extra darauf gewartet, ich habe, wie gesagt, keinen Meter gefahren bei Fortune Island. Weil ich es euch natürlich zeigen wollte, euch da mitnehmen wollte. Ui, 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 ui. Euer dicker Aston Martin neben uns. Ach du lieber, ihr Sötchen. Es macht so viel Laune einfach, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es sei denn, ihr habt das Spiel und auch ein eigenes Lenkrad. Dann wisst ihr es natürlich, dass es macht einfach so viel Spaß. Oh nein. Boah. Okay.
Oh nö, ey. Jawohl. Macht das einen Bock einfach. Jawolli. Geilomat, Geilomat. Freunde, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst es mich gerne wissen mit einem Like. Wie gesagt, schreibt ruhig gerne in die Kommentare, was ihr für Autos sehen wollt, was ich für euch fahren und aufbauen soll, wo ich Designs draufhauen werde, wo wir zusammen wirklich cool eskalieren können. Ja, in der nächsten Folge wird es, wie gesagt, erstmal um Fortune Island gehen, das DLC. Da werden wir mal gucken, was wir da so Feines machen können, was es da ist auf dieser neuen Insel alles gibt. Und ja, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs mit dabei sein. Seid gerne beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, euer Berti und Tschüssikowski.